jetzt wirklich eine ganz tolle Geschichte, auch schon länger her. Ich glaube, es war 2007 oder 2008. Auf jeden Fall war ich auch noch richtiger Einzelunternehmer, das heißt, ich habe wirklich, nein, das habe ich noch nie mehr, ich glaube, ich habe schon zwei Leute gehabt, aber das habe ich auf jeden Fall das Büro noch zu Hause gehabt in meinem Privathaus. Ich kriege um 7:30 am Abend folgenden Anruf, weil da war das Privattelefon, Firmentelefon, alles eins. Das letzte Telefon, ich war, sage, ja, Reimann, auf der anderen Seite, machen Sie das! Die sagt, was meinen Sie? Und ich sage, na, das Photovoltaik, oder wie das heißt. Sag ich, ja, Photovoltaik, das mache ich. Sagt er, na, dann kommen Sie schnell! Und ich sage, ja, also ich könnte in 10 Tagen, könnte ich Ihnen einen Termin anbieten, komme ich gern vorbei. Na, schnell, habe ich gesagt! Sag ich, na, warten Sie ein bisschen, wo sind Sie denn daheim? Und er sagt, ja, in Gerersdorf. Dann sage ich, na, da habe ich noch 4 Stunden hier, also wenn Sie Zeit haben, ich könnte morgen um 7:30 in der Früh vorbeikommen, wenn das bei Ihnen geht. Ja, super, kommen Sie vorbei. Gut, ich fahre dorthin und... Also nächsten Tag in der Früh fahre ich dorthin, 7:30 bin ich dort. Und wie mir dieser Mann die Tür öffnet, habe ich dann gewusst, warum er es early hat. Weil er war, habe ich dann später erfahren, 86 Jahre alt. Weil da musst du schon Gas geben, dass du zu deiner Photovoltaikanlage kommst, sonst hast du nichts mehr davon. Ne? Und beim Reingehen ins Haus, hält er mit dem Windfang auf und sagt, warten Sie ein bisschen, mach die Tür eine auf und sagt, schreit eine, Rosi, bist du nicht knockert? Und ich denke mir, was erwartet mich hier? Nicht? Ist die Rosi, weiß man nicht, ist sie, sagen wir mal, 20, 30, 40, ganz jung und er, sage jetzt mal, wurscht, ja, genießt sein Leben noch oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dann von drin rausgekommen, was hast du gesagt? Und da hat man gewusst, sicher auch keine 60, ja? Also auch eher in seinem Alter. Auf jeden Fall haben wir dann eine dürfen, nicht? Und wir gingen in das Wohnzimmer und es war ein wunderschönes 70er Jahre Wohnzimmer. Wir kennen diese Tapeten, wo alles, diese großen runden Dinger in beige, braun und orange. Also wirklich eine Sensation gewesen. Und ich setze mich dort mit dem Herrn Kosek hin und der Herr Kosek sagt, oder stellt mir Fragen, wie wenn er wirklich 20 Jahre alt gewesen war. Und ich denke mir, eigentlich vorbildlich. Nicht? Und wie wenn er noch ungefähr 50 Jahre zu leben hätte. Und irgendwann, nach sagen wir 20 Minuten, eine halbe Stunde, kommt dann die Rosi einer, macht die Tür auf zum Wohnzimmer, im Morgenmantel. Ja? Und sagt, guten Morgen. Mit mir müssen Sie bitte ein bisschen lauter reden, weil ich höre schon schlecht. Wissen Sie, ich bin 94. Sage ich, puh, ich werde mich bemühen, ein bisschen lauter zu reden, das werden wir zusammenbringen. Und die Rosi, also jetzt im Nachhinein darf man das sagen, eine hübsche, liebe alte Dame, setzt sich da dazu und stellt auch Fragen, wie wenn es ganz jung war. Also die beiden sind voll im Leben gestanden, weil es eh nur so sein kann. Man lebt ja nur jetzt, man lebt nicht gestern und nicht morgen. Also ein schönes Vorbild, die zwei. Und irgendwann übernimmt der Herr Kosek wieder das Kommando und sagt, Herr Reimann, jetzt habe ich noch eine Frage. 2007 war das, ja. Kann ich da mein Elektroauto auch drauf ausstecken? Sag ich, Herr Kosek, jetzt hören Sie mal auf. Ein Elektroauto haben Sie auch, sagt er. Ja, Sie wissen, jetzt ist da draußen gerade diese Führerscheindiskussion und ich habe Angst, dass wir dir den Führerschein wegnehmen. Jetzt hat er sich kurzerhand gekauft, ein Elektroauto mit roten Moped-Tafel. Ja? Und mit dem kann er jetzt jeden Tag, so hat er sich ausgerechnet, dass das ausgeht, in der Früh immer frische Milch fahren, weil die Rosi will in der Früh immer frische Milch vom Bauern. Und es geht sich ein, zweimal in der Woche auch aus, auf die Apotheke zu fahren, weil in dem Alter ist das anscheinend auch schon sehr wichtig. Ja? Und ich sage dann zu ihm, ja, Herr Kosek, wenn Sie
dieses Elektroauto untertags anstecken, nimmt er sofort den Photovoltaikstrom. Dann sagt er, super, wenn das so ist, dann kaufe ich das jetzt. Ich hoffe, es reicht Ihnen mein Handschlag. Und ich denke mir, ist in Ordnung, das genügt mir. Und beim Rausgehen legt er die Hand auf meine Schulter und sagt, ich sage Ihnen jetzt was, junger Mann, mach uns das schnell, dass ich es noch erlebe. Eine sensationelle Geschichte, ja. Daraus kann man extrem viel lernen. Und die Geschichte ist noch immer nicht aus, ja. Weil, ich sage jetzt mal 2 Monate später, wir haben uns dann beeilt, dass das schnell geht, ja. Aber die Zettelwirtschaft braucht halt seine Zeit. 2 Monate später rufe ich einmal an und sage, Herr Kosek, es war ja soweit, wir täten gerne am Mittwoch, nächsten Mittwoch vorbeikommen und diese Anlage montieren. Wird der am Telefon fuchsteifelswild, ausfällig, richtig ungut und ich denke mir, was habe ich ihm jetzt eigentlich gemacht? Und mit viel Diplomatie schaffe ich es, aus ihm herauszukriegen, was denn jetzt der Grund ist, warum wir da nicht kommen dürfen oder warum er so komisch ist. Sagt er, am Mittwoch braucht keiner kommen, ja? Weil da habe ich immer Probe mit meiner Band. Fertig, so einfach ist die Geschichte gewesen. Sag ich, wie war es, wenn wir am Donnerstag kommen? Sagt er, ja, Donnerstag ist super, das machen wir. Ne? Gute Geschichte noch dazu. Und dann ist die Anlage irgendwann gebaut worden, hat dann funktioniert. Ich bin dann relativ oft wieder dorthin gefahren, weil er immer Fragen gehabt hat und Handy natürlich kein Thema, E-Mail kein Thema, nichts. Ne? Ich bin ja immer hingefahren. Weiß ich noch, meine Jungs waren ganz klar, die sind immer mitgefahren und haben halt dort gute Naschereien bekommen von der Rosi. Und er hat dann noch einmal eine Anlage nachgekauft, das ist kein Schmäh, er hat dann eine zweite Anlage noch gekauft, ein halbes Jahr später ungefähr. Und das, was wir da sehen können, ist Folgendes. Ja? Und das sollten wir uns alle an der Nase nehmen. Ja? Es ist, glaube ich, von einem indischen Nobelpreisträger der Spruch. Ja? Wenn du einen Baum pflanzt, obwohl du weißt, dass du nie in seinem Schatten sitzen wirst, dann hast du wahrscheinlich das Leben verstanden oder vielleicht ein bisschen was davon. Und ich glaube, in dieser Art und Weise sollten wir handeln und nicht anders und nicht sagen, hu, rechnet sich das? Dinge, die sich kurzfristig rechnen, gehen immer auf Kosten von irgendwem anderen. Das geht sich bei keinem Weingarten aus, das geht sich bei keinem Obstgarten aus, es geht sich auch bei keinem Wald aus, dass sich das kurzfristig rechnet. Also die Natur zeigt uns da schon ein bisschen was vor, an was wir uns halten sollten.